Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal Thorsten und seine Welt. Heute zweiter Teil, Strömungspumpe, wird interessant werden. Weil meine Erfahrung, was ich damit gemacht habe, ich habe es ja schon jetzt eine Weile laufen. Denn ich habe ja vorab das Video mal gedreht und im Prinzip Werkzeug überlege, benutze ich es seit 3 Wochen. Habe ein bisschen was dran verändert, kann euch viele Tipps für geben, ob es gut ist im Süßwasserbereich oder ob man lieber darauf verzichten sollte, warum ich sie benutze und warum ihr sie benutzen könnt. Wir legen los. Jo, jetzt fütter ich mal zu und euch zu zeigen, wie die Strömung ist bei dieser Pumpe. Die habe ich natürlich hier relativ gedrosselt, da komme ich gleich dazu, wie ich es gemacht habe. Jetzt sehen wir erstmal, dass wir die Fische jetzt ein bisschen was tun müssen, dass sie ihre Nahrung kriegen. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, denn so ein Fisch soll auch ein bisschen was zu tun haben im Becken. Sonst ist es ja wie im Lebensraum, hat er immer was zu tun, beziehungsweise hat er Fressfeinde, die kommen, mehr Konkurrenten hat er, was dann so ein Aquariumbecken natürlich nicht hat. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, eine Pumpe zu nehmen und das alles so ein bisschen mehr besser nachzustellen. Die jetzt neu auf meinem Kanal sind, den ersten Teil nicht ist, das kann ich ja oben noch verlinken, wo ich die eingebaut habe und die erstmal so gesetzt habe und dann angemacht habe, die Strömung war effektiv dann doch zu stark gewesen. Deswegen habe ich mich entschieden, beziehungsweise ich habe mich nur noch belesen ein bisschen, was andere Aquarianer Probleme hatten mit der Pumpe, die sie auch benutzen. Und daraufhin bin ich dann gekommen, die Pumpe kann man im Prinzip auch als Filter benutzen. Also habe ich einen Filterschwamm ringsherum gemacht und dass ich die Strömung doch ein bisschen weiter steuern kann, habe ich so einen alten Blumentopf genommen, den man hauptsächlich, naja, wenn man eine Wasserpflanze kauft, dann sind sie da am meisten eingetopft mit. Dann habe ich oben die Gitter entfernt, die dann ein bisschen mit einem Tropfen Kleber befestigt, der für Aquarianer gedacht ist, der Kleber, wo man Pflanzen auch ein bisschen fixieren kann. Ich will ja keine Schadstoffe in meinem Becken kriegen. Und wir sehen ja selber, wie die Fische ein bisschen ackern müssen. Die Guppies stehen sowieso ab und zu ein bisschen eine Strömung. Und dadurch erhöht sich auch ein bisschen die Muskulatur der Fische. Von der Pflanzensee habe ich dadurch ein bisschen mehr Bewegung gekriegt. Und mir ist aufgefallen, dass ich dementsprechend auch nicht mehr allzu viel Mulm im Becken habe bis jetzt. Weil der dort relativ schnell, also sagen wir so, wenn ich jetzt den Filterschwamm mal sauber machen würde, bei der Strömungspumpe, da sind schon etliche Reste drin, auch Futterreste. Wenn man zu viel füttert, da sollte man also ein bisschen drauf achten, dass er dann nicht doch zu sehr oder stark verstopft, wenn nämlich die Pumpe zu wenig Wasser befördern kann, dann fängt sie an, ihre Welle zu klappern. Dann hört man immer so ein leichtes Schlagen bei der Pumpe. Also da sollte man also drauf achten. Das würde genauso passieren, wenn ich jetzt vorne so ein Körbchen ranmache und das Körbchen weiter verschließe und sage, Mensch, ich drossel die Pumpe, indem ich vorne am Lüfterrad bzw. an dem Propeller das ein bisschen verändere, dass nicht mehr so viel ausgestoßen wird. Dann habe ich hier bei dieser Pumpe den Nebeneffekt, dass er dann anfängt zu schlagen. Und das macht eine Pumpe ja nicht lange mit, dann geht das Lager kaputt, beziehungsweise die Welle würde Schaden nehmen. Also habe ich mich entschlossen, grobkörnigen Filterschwamm ringsherum zu machen. Dann habe ich es getestet, wie die Ansaugkraft ist. Also da passiert nicht viel, Schwebeteile werden eingesaugt. Und vom Wasser, durch die Wasserbewegung, werden die Wasserlinsen auf eine Seite denn gedrängt. Dann habe ich auch nicht mehr das Problem, dass die ganzen Wasserlinsen oben oder die Schwimmpflanzen im Becken sich zu verteilen. Und dementsprechend habe ich immer die Möglichkeit, oben an der Ecke dann mit dem Kescher ranzugehen und dann den überschüssigen Mulm oder abgestorbene Pflanzenreste oben ab zu keschern. Okay, dann gibt es bei dieser Pumpe gibt's noch eine andere Variante, die ich euch in dem Fall empfehlen würde, falls denn euer Becken nicht so groß ist, ist die Variante der Pumpe, wo man sie auch drosseln kann, also mit einem Poti drin. Und da könnt ihr auch die Stärke dann einstellen. Denn meine Überlegung war auch noch gewesen, die über Nachtschalter zu machen, also über eine Zeitschaltuhr, dass sie nachts ausgeht, was ich aber dann wieder verworfen habe, weil ich gedacht habe, naja, dann schlafen die Fische, sagen wir so, und dann morgens ziehen die Pumpe an und die halten sich in der Nähe der Pumpe auf,
Dann gibt es mal einen kurzen Ansaugschlag und die Pumpe, entweder fliegen die Fische durchs Becken oder die werden halt nicht angesaugt oder schwimmen nachts rein in der Pumpe da vorne und werden dann zermalmt vom Pumpenrad. Ne? Dann wie bei Purpurbuntbarsche, die gehen dann überall rein, wird aus wie eine Höhle. Und das wollte ich ja dann auch vermeiden, dass sie da reingeht. Man hätte es mit einem Gitter machen können, aber dann haben wir ja das Phänomen, was ich feststellen konnte, dass die Pumpe anfängt zu schlagen. Dann sind wir bloß schon fast am Ende angekommen, was noch zusammen mit CO2 erhöhen, hatte ich euch schon erzählt, ja. Ob die Pflanzen besser wachsen dadurch oder Nährstoff sich ein bisschen weiter verbreitet im Becken, kann ich noch nicht so sagen, denn läuft jetzt erst 3 Wochen. Und bis jetzt ist mir noch nichts in der Richtung aufgefallen, dass der Pflanzenwuchs zugenommen hat. Eilenbildung, das ist genauso geblieben an den Scheiben, was man immer hat. Also einmal eine Woche die Scheiben reinigen, dass man den Schleim in Eilenbelag nicht hat und wieder richtig hindurchgucken kann. Dann sind wir eigentlich so ziemlich am Ende, glaube ich, angekommen. Wart mal wieder ein kleines Filmchen von der Strömungspumpe. Ich lasse auf jeden Fall drinnen, bin zufrieden damit. Bei mir hat es positive Effekte, das Wasser ist klarer geworden dadurch, weil es ja in dem Sinne bei mir ja auch läuft, als so gesagt, als zweiter Filter, weil ich ja so einen Filterschwamm davor gemacht habe. Dadurch habe ich oben auch nicht mehr so viele Schwimmpflanzen, kriege damit langsam im Griff. Und hat euch das Filmchen gefallen? Daumen nach oben. Seid ihr neu auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich für ein kostenloses Abo freuen. Und bleibt gesund, schaltet wieder ein. Thorsten und seine Welt. Ciao.